Holz haben wir jetzt auch in Massen. Haben wir eigentlich nur noch Stein momentan. Aber das auch in Massen, deswegen gucke ich mal. Oh Gott, komm, ich bude jetzt einfach hier. Das Ding hier schon mal aus. Das Ding. Ja, ich bude jetzt mein Ding aus. Ist ein bisschen weiter unten, damit es jemanden gefährdet. Damit ich Bäume umschlage damit. Ah. Weil du verstehst da einfach, ne? Ah. Oh, oh, oh. Ja, da würde ich mir hier einfach so eine kleine Dings machen, wo Zombies und sowas spawnen können und dann können wir irgendwie, keine Ahnung, hier reinrennen jedes Mal und die Viecher killen. Was anderes würde mir jetzt nicht einfallen. Hm. Müssen wir mal gucken, dass hier keine Spinnen spawnen, da kann man ja was gegen tun, das ist ja kein Problem und ansonsten... Oh, jetzt ist meine Spitzhacke kaputt gegangen. Und schön. Ich überlege gerade, wenn ich immer so abwechselnd so ein Ding setze und dann das hier nur zwei groß mache. Ach, drei groß kann ich hier nicht machen, fällt mir gerade auf, was spawnen ja Endermänner hier dran. Haben wir uns erstmal noch eine Steinspitzhacke, solange ich noch kein Eisen gefunden habe hier unten. Das sieht voll geil aus, das Texture-Pack gefällt mir richtig. Das hat so den Comic-Stil, so den bevorzuge ich momentan ja sehr. Was ich auch sehr bevorzuge, ist Flo vom DS zu kicken. Und er wartet für mich drauf, dass ich das sage. Man merkt es jetzt auch. Oh, gute. Bitte sag es, bitte sag es. Das hier hat einen Sinn, was ich hier mache. Wenn wir eine doppelte Wand machen, können uns Creeper das nicht wegsprengen. Ich überlege gerade, aber nee, da kommen wir selbst nicht dran. Ist schwer. Kohle! Kohle gefunden. Jetzt gehe ich vor die Hunde. Kohle, Kohle, Kohle. Fackeln bräuchte ich mal. So. Kohle, ich brauche Kohle. Die möchte ich holen. Die ist toll. Kohle, Kohle, Kohle. Kuli, 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 kuli. So, wir wollen eigentlich nachher mal ein Spiel gegeneinander spielen, lieber Flo. Machen. Lieber Flo. Aber nur weil du dumm bist, okay? Was? Aber nur weil du dumm bist. Achso. Ja, pff. Akzeptiere ich. Das Schöne ist ja, dass wir spielen ja selten League of Legends hier in der Flut, also zumindest, also nee, wir spielen nicht selten, sondern wir spielen selten zusammen League of Legends in einem Team mittlerweile. Haben wir ja letztes Mal erklärt, warum wir nicht mehr zusammen spielen. Das ist einfach nur eine reine Vorsichtsmaßnahme, das hat nichts damit zu tun, dass wir uns gegenseitig leiden können. Lieben uns eigentlich. Aber eigentlich lieben wir uns. Bei Hearthstones können wir uns gegenseitig so richtig in die Fresse kloppen und uns so richtig voll haten. Das ist so richtig schön. Wenn du bei LoL einen schlechten Tag hast, triffst du dich bei Hearthstones und du klopfst dich einfach gegenseitig um. Ja. Das ist wunderschön. Ja, miteinander einen Streit zu haben, als gegeneinander einen Streit zu haben, ist viel schlimmer. Ja. Vor allem, wenn es so banale Dinge geht wie, warum gehst du alleine dahin? Ja, genau. Ganz beliebtes Thema bei uns. Warum gehst du mit 0,25 alleine gegen 5 rein? Because I can. Irgendwie sowas, ja, das stimmt. Ebenfalls einer von Flo's Sprüchen, die ich gerne kopiere. Man nennt mich auch die Kopierninja. Nein, nennt man nicht. Ich mache das jetzt einfach mal 5 in die Tiefe und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Aber wir müssen doch was gegen Creeper machen. Ich will hier keine Creeper drin haben. Ich weiß bloß nicht, wie ich das machen soll. Kennst du dich mit Monsterfallen aus zufällig? Ja.
Wie baut man denn eine Falle, ohne dass Creeper reinkommen? Geht nicht, oder? Nee. Ist doof. Ich habe eine Idee für die Falle. Probieren das mal was aus. Moment, ich mach kurz die Wand zu Ende, dann überlege ich, ob es funktioniert. 40 Gold erhalten, sehr schön. Nochmal 40 Gold. Wir machen jetzt mal eine ganz Oldschool-Falle. Eure Wildtiere haben Ansturm. Das ist so eine geile Karte. Also wir machen jetzt hier... den Gold erhalten. 130 Gold, Frank. Echt? Ich habe heute früh gerankt. In der Arena gemacht, meine ich. Meine Sammlung. Ich könnte mal eigentlich eine Packung öffnen, oder? Ich würde es echt in der Arena machen, weil du verlierst maximal 25 Gold, wenn du wirklich nichts auf die Reihe kriegst. In der Arena? In der Arena, ja. Selbst wenn du kein einziges Spiel gewinnst, du musst ja drei... Du kannst... Also, du musst auch schon mal 150 Gold als Zugang holen. Ja, klar. Aber du kriegst ja, egal ob du verlierst, sag mal, du gewinnst kein einziges Game, dann kriegst du trotzdem einen Booster geschenkt und 25 Gold zurück. Also egal, echt? Was du machst, du kriegst mindestens einen Booster daraus, ja. Und wenn du noch ein Spiel gewinnst, kriegst du einen Booster und 30 Arkanstaub. Das habe ich nämlich geschafft. Und alles darüber ist richtig gut. Da kriegst du dann zwei Booster und drei Booster. Das Maximale, was glaube ich geht, sind 9 Siege in Folge. Da kriegst du dann 3 Booster und noch 300 Arkanstaub oder so. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Aber das ist richtig krass, wenn du 9 Siege in Folge hast. Ich kann jetzt aber auch lügen, kann sein, dass das gar nicht so ist. 3, 4, 5, 6, 7. Aber immer weiß ich ganz genau, wie viele kriegst, dass du mindestens einen Booster kriegst, weil ich hab zweimal Arena gespielt, einmal habe ich nicht gewonnen, gar nicht, und einmal habe ich einmal gewonnen, deswegen weiß ich das. Okay, und wie, jetzt würde ich mir gerne eine legendäre Karte craften, ja? Also wie mache ich das jetzt? Du gehst... Also ganz rausgefunden habe ich auch noch nicht. Ich habe mich heute vorhin erst mal ganz kurz damit beschäftigt. Du gehst auf deine Kartensets. Ja. Du musst die legendäre Karte, soweit ich das weiß, auch aber schon haben. Tja, nee. Also zumindest habe ich das so rausgefunden. Keine Ahnung. So, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, das Wasser geht bis hierher. Nutzt Arkanstaub, um Karten herzustellen. Entzaubert Karten, um Arkanstaub zu erhalten. Die Kosten sind abhängig von der Seltenheitsstufe der Karte. Nur goldene Karten anzeigen. Ich hab mal nicht mal eine goldene Karte. Kriegst du überhaupt goldene Karten? Ey, ich frag mich das echt immer wieder. Ich hab goldene Karten bekommen schon. Die gibt einige goldene Karten im Standard-Booster-Pack. Kaufst oder was? Was? Hast du das gekauft oder was? Nein, das sind die du gewinnst, wenn du einfach dein Level 20 freigeschaltet hast. Mit Level 20? Ja, Level 20 ist das letzte Level, dann hast du alle deine Standardkarten für dieses Deck. Ach so, du meinst, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Wenn du 20 Karten im Set freigeschalten hast. Genau. Wollen wir mal gegeneinander zocken oder bist du gerade im Game? Ich bin gerade beim Minecraft aufnehmen, weißt du doch. Ach so, okay. Ich muss gerade mal... Warte mal. Dann werde ich noch weiter mit dem Jäger trainieren, weil da brauche ich noch 2 Level. Alles klar. Also 2 Karten muss ich noch freischalten. Also stellen wir uns mal vor, hier wäre jetzt der Kaktus drinne. Hier wäre... Ne, da muss ich noch eins. Der totale Noob. Wie der totale Noob? Bei diesem Suchmodus steht immer solche... Ja. Ich fände es echt cool, wenn einfach der Suchmodus einfach, egal ob das jetzt der zu einer Loot ist oder nicht, dass der Suchmodus einfach mal ab und zu was anzeigen würde. Das wäre sehr funny. Ja. Und dann kann man sich halt gegenseitig im Spiel verraten, was angezeigt wurde oder so. Das wäre schon ganz cool. Ich meine, so ein Chat ist gut, okay, wenn der Chat wirklich zum Flame benutzt wurde, dann finde ich es okay, dass der Chat nicht mehr existiert. Ich muss schon sagen, ich hätte wahrscheinlich auch öfters mal geflamed schon, wenn es den Chat gäbe. Da bin ich sehr froh drüber, dass es nicht passiert, dass er nicht da ist. Aber ansonsten würde ich sagen, wäre es eine coole Idee, wenn man so ein paar mehr Kommunikationsmöglichkeiten doch schon hätte. Ja, du hast doch hier deinen Reiter mit den 6 Antworten. Ja, aber das ist manchmal so ein bisschen, naja. Zum Beispiel würde ich auch gerne mal so sagen, wie das habe ich jetzt nicht erwartet oder so, weißt du wie? Ups. Ja, da kommt manchmal...
Zum Beispiel, wenn ich mit meinem Einvieh Ups sage, dann kommt da raus, das war ein Fehler. Und das klingt eher so wie eine Drohung, weißt du wie? Ja. Ist manchmal ein bisschen schlecht gemacht. Moment, mach ich das anders. Da baue ich mir hier eine Sandsteinmine, warum nicht? Sandstein kann man auch immer mal gebrauchen. Da habe ich hier unten eine Sand- und Sandsteinmine, das kann ich dann später ja nochmal alles umändern wieder. Ich habe ja eine Menge Sand hier eingegraben unter der Erde, deswegen kann ich das alles rausholen hier. Super. Wir müssen den Sandgrund läutern. Ich weiß mit dem Feuerstein weg. Was Wolf? Wolf. 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 Das habe ich jetzt unser Wort. Hashtag Wolf. Wolf. Alter, plus 3. Ich habe so eine Art Lustgrotte geschaffen. Lustgrotte. Bist du schon so eine Heute noch Zeit, Flo? I don't know what you mean. Welches Level hast du denn, Jäger? Level 8 oder so. Ja, siehst du, dann bringen wir noch Level 10 oder so, weil sonst bringt ja kein... Wird es dir keinen Spaß machen, weil ich habe meinen ja schon auf Level 21 oder so. Und? Ja, habe ich viel bessere Karten als du. Und? Und? Denkst du, du hast eine Chance gegen mich oder was? Und? Okay. So, hier mal ein paar Fackeln reinhängen. Sieht echt aus wie eine Mine, so eine Sandsteinmine, ist echt geil. Gefällt mir! Tim. Tim. Das ist sogar Kohle. Kohle! Tim. Bist du eigentlich ein Hexenmeister? Den meine ich doch, den spiele ich die ganze Zeit. Echt? Der mit dem Totem? Nein, das ist nicht der Hexenmeister. Der Hexenmeister ist der... Der Schamane meine ich. Den Schamanen finde ich mega ätzend. Ich hasse es, gegen den zu spielen. Weil der kann sich mit seinen Totems so hochbuffen gegenseitig, das ist richtig krass. Sieht echt cool aus, das sieht voll geil aus. So ein Sandstein-Mini unten drin. Ich dachte, es sieht voll naturschändend aus, aber es sieht mega geil aus. Gefällt mir. Unterschändet die Natur. Was wird das mal gemeint? Weiß nicht, vielleicht pflückt sie ja Blümchen, ich kann es dir nicht sagen. Boah, das können Zombies nicht. Ist das geil? An meinem Baum habe ich gestern so ein Bild hingehangen, ne? Ist das mal so eine Illuminatenpyramide auf dem Schild? Geil. Das Texture-Pack gefällt mir. Ich bin ja ein sehr großer Illuminaten-Fan. Mhm. Für alle, die das jetzt wussten. Und Flo ist ein sehr großer, ich werde vom Server gekickt Fan. Für alle, die das nicht wussten. Er holt sich da jeden Tag einen Ständer drauf runter. Ein Ständer drauf runter. Vom Dachboden. Habe ich hier eine Wüste in der Nähe gehabt? Ich habe ein riesiges Gewehr. Der ist auch geil. Ja. Ich habe keinen Kaktus. Ist das scheiße oder ist das scheiße? Wie soll ich eine Monsterfalle mit Kaktus ohne Kaktus bauen? Ja, machen wir das anders. So, wir haben jetzt hier die Falle. Das Wasser reicht genau bis hier. Bis hier.
Dann machen wir eine gute alte Lava-Falle. Hui. Manche Monster sind auch nur... Ich fände das... Kernhund zum Beispiel. Ich fände das viel cooler, wenn jedes Monster so ein geiles Kommentar hat, weißt du wie? Ja, kommt bestimmt auch noch. Ist ja, soweit ich das mitbekommen habe, ist das Spiel noch in der Beta, gell? Nein. Also zumindest noch nicht im fertigen Zustand, wurde gesagt. Ist es fertig? Echt jetzt? So? Klar. Der eine meint, es ist nicht fertig. Der eine Profispieler. Verwandelt ein Diener in einen Frosch. Das hasse ich. Hab mir aber schon mal den Arsch gerettet, weil dadurch hat er den in den Spott verwandelt und dadurch habe ich das Spiel gewonnen. Das ist mein perfekter Plan, nicht aufgegangen. Was ein Gewinn? Ursacht einen Schaden. 3. So, dann ist hier die Lava. Hier ist das Wasser. Oh, scheiße. Fuck, das war kein Wildtier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, 3, 4, 5, oh geil, Eisen gefunden. So, darauf habe ich schon die ganze Zeit gehofft. Oh, 7 Schaden hat der Typ, ey. Alter. 4, 5, 6, 7, 8. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. So, jetzt hole ich kurz 2 Wassereimer. Und ein Lava-Eimer bräuchte ich. 2 Wasser und ein Lava. Hab ich hier Lava in der Nähe? Boah. Wassereimer ist ja noch einfach, aber Lava? Gut, sehr schön. Ah, nicht gut. Nicht sehr schön. Mit Spott herbei, Alter, nein. Alter, nein. Keine Chance. So, dann schauen wir mal ganz, da ziehe ich mir aber bessere Rüstung an, wenn ich das mache. 1, 6, 8, 10. 10 Schaden kann er mir jetzt immer zufügen. Das heißt, ich überlebe maximal 2 Runden. So, jetzt. Suchen wir uns mal ein... Hier nur noch 7. Lavasee. Alter, wie Spott hat denn der Junge? Meine Fresse, das ist ja unklar.